Ja, herzlich willkommen, liebe Gäste, zu unserer heutigen Pressekonferenz. Ich begrüße die Trainer Achim Pfeifel von Bayer 04 Leverkusen und Markus Hülkner von der SGS Essen. Ja, schön, dass ihr hier seid. Ja, heute war es endlich soweit. Das DFB-Pokal-Viertelfinalspiel SGS Essen gegen Bayer Leverkusen fand hier bei uns im Stadion an der Hafenstraße statt. Und gestern hat bereits Bayern gewonnen im Viertelfinalspiel 9:1 gegen Jena, wer es noch nicht gehört hat. Und morgen finden die restlichen Viertelfinalspiele statt. Wolfsburg gegen Sand und Helmstedt-Ulzburg gegen Turbine Potsdam. Wir hatten heute 1013 Zuschauer in unserem Stadion und haben ein spannendes Spiel gesehen, das 1:2 für Leverkusen ausging. Achim, wie nervös war deine Mannschaft vor dem Spiel? Und wie zufrieden bist du mit ihrer Leistung? Ja, scheinbar war sie sehr nervös. Eigentlich mit der ersten Halbzeit konnte ich überhaupt nicht leben. Haben überhaupt nicht ins Spiel gefunden in der ersten Halbzeit. Das, was wir uns vorgenommen hatten, wie wir im eigenen Ballbesitz agieren wollten, haben wir nichts auf die Platte bekommen, auch gegen den Ball, wie wir anlaufen wollten, wie wir den Gegner dann logischerweise dann auch zu Fehlern zwingen wollten. Das war auch alles völlig total halbherzig, ohne Überzeugung aufgetreten und deswegen, erste Halbzeit war wohl eine ganz große Nervosität da scheinbar. Zweite Halbzeit haben wir dann wenigstens gefightet, so von Willen und von der Kampfkraft so alles reingelegt, was man eben reinlegen muss in so einem Pokalviertelfinale, wenn man gegen einen Gegner wie Essen, Schönebeck, die da auch alles reingeworfen haben, aus meiner Sicht, wenn man da weiterkommen will, dann geht es eigentlich nur über absolute Bereitschaft und auch mit Mut und mit Nervosität und mit Angst geht es auf jeden Fall nicht. Und wir sind am Ende, denke ich, mit Verlängerung und allem, was dazugehört, mit der letzten Aktion, wo die Torfrau noch hält, sonst hätte es sogar noch ein Elfmeterschießen gegeben. Sind wir auch heute. Aber das Quäntchen Glück heute gehabt, was man in so einem Spiel dann eben braucht, mit den 1-2 Spielsituationen, um dann zu gewinnen heute. Ja, lieben Dank, Achim, und herzlichen Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale. Einige SGS-Spielerinnen waren mit der U19-Nationalmannschaft unterwegs, darunter Sophia Winkler, Miriam Hills, Felicitas Fee-Kockmann, Beke Sterner und Carlotta Wamsa, die beim Drei-Nationen-Turnier in Spanien ihr Können unter Beweis stellen durften. Ella Thouan, die für die schweizerische A-Nationalmannschaft gespielt hat, und Jill Byings, die im niederländischen A-Nationalteam glänzen konnte. Auch Lilly Reimöller war im Rahmen der Performance Days des DFB mit den besten U17-Juniorinnen in Flensburg und durfte nicht nur dort zeigen, was sie kann, sondern auch ihr Bundesliga-Debüt beim Spiel SGS gegen Hoffenheim feiern. Mit gerade einmal 16 Jahren spielt sie ab sofort in der Flyer-Alarm-Frauen-Bundesliga. Gratulation an alle 8 Spielerinnen und viel Erfolg weiterhin. Markus, du hast ja bei der letzten Pressekonferenz vor 3 Wochen, als wir in genau derselben Konstellation hier saßen, geäußert, dass du von Spiel zu Spiel schauen wirst. Worauf lag denn dein Augenmerk heute? Und was sagst du zu dem Match? Ja, Hauptaugenmerk war natürlich, dass wir gewinnen und eine Runde weiterkommen. Das ist uns leider nicht gelungen. Erstmal Glückwunsch Achim, dir und deinem Team zum 2-1-Sieg. Ich denke, die Zuschauer haben ein gutes Spiel gesehen, ein typisches Pokalspiel, das dann auch in die Verlängerung gegangen ist. Ich kann meiner Mannschaft wirklich gar keine Vorwürfe machen. Die Mädels haben das sehr gut umgesetzt. Ich glaube, wir sind auch gut in die Partie gekommen, machen dann durch Willi Endemann in der 13. Minute das 1-0. Da war er sehr wach, hellwach und schiebt dann auch vor allen Dingen dann cool an der Torfrau vorbei zum 1-0. Dann sind wir ein bisschen ins Wanken gekommen nach dem 1-1. Das war mehr oder weniger dann auch ein Zufallsprodukt, beziehungsweise wir haben dann die Spielerin angeschossen und Dora Zeller macht dann das 1-1 und haben dann, und ich glaube, das war vielleicht dann auch so eine entscheidende Szene in dem Spiel, kurz vor der Halbzeit eine riesen Torchance. Toni Baas setzt sich gut durch, spielt einen super Pass
ins Zentrum auf Maike Behrensen, die dann beim ersten Versuch scheitert und dann ja, im Nachschuss, Bibi, wenn sie da vielleicht ein Stück weit ruhiger geblieben wäre, dann hätte sie da schon das 2-1 machen können. Ja, in der zweiten Halbzeit war es dann auch ein ausgeglichenes Spiel, keine Mannschaft wollte Fehler machen und damit sind wir dann in die Verlängerung gegangen und denke dann, dass Leverkusen die glücklichere Mannschaft dann heute auch gewonnen hat. Symptomatisch, glaube ich, war auch für dieses Spiel, dass die erfahrene Spielerin, die Dora Zeller, die wirklich auch ruhig und abgezockt vom Tor ist, dass sie heute die spielentscheidende Person war. Und das war auch, glaube ich, so der Unterschied zu uns in der einen oder anderen Situation, wo wir einfach hätten mehr die Ruhe bewahren müssen. Aber das zieht sich, glaube ich, auch jetzt wie ein roter Faden durch die ganze Saison. Wir machen sehr, sehr gute Spiele, wir investieren sehr, sehr viel, haben eine hohe Laufbereitschaft. Ich war auch heute sehr zufrieden mit dem Pressing, dass wir immer wieder da erkannt haben, ob Leverkusen mit einer Viererkette aufbaut, Dreierkette, dass wir wirklich gut vorgeschoben sind, auch viele Zweikämpfe dann auch hinten in unserer eigenen Kette gewonnen haben. Also von daher kann ich der Mannschaft wirklich gar keinen Vorwurf machen. Wir müssen jetzt ja, wieder zu Kräften kommen, haben jetzt 2 Tage oder arbeiten regenerativ im Gegensatz zum Achim, der ja am Freitagabend schon wieder ran muss, haben wir ein bisschen länger Zeit, weil gegen den nächsten Gegner, gegen Potsdam, brauchen wir die Kräfte. Das ist auch eine Mannschaft, die sehr stabil ist, körperlich robust. Und dann hoffe ich wirklich auf den Augenblick, dass die Mannschaft dann irgendwann sich mal für so ein Spiel belohnt und dass wir dann vor allen Dingen jetzt mit Blick auf die Bundesliga die Punkte schnellstmöglich einfahren, aber ich bin 100% davon überzeugt, wie die Mannschaft im Training auftritt, so treten sie auch bei den ganzen Spielen auf und ich hoffe natürlich, dass wir da schnellstmöglich dann jetzt zu Punkten kommen, um dann einfach mehr Ruhe in die ganze Sache reinzukriegen. Dann auch mal, ja, vielen Dank an die Fans, ihr habt uns heute wirklich super unterstützt, tut mir leid, die Mädels sind niedergeschlagen, ihr bestimmt auch, aber es geht weiter, wir blicken positiv nach vorne und freue mich schon aufs Wochenende, wenn wir dann hier vielleicht, wenn uns dann die Überraschung gelingt gegen Potsdam. Danke. Ja, lieben Dank, Markus. Leidenschaftliche Worte für eine tolle Mannschaft. Wir freuen uns alle auf Sonntag, den 6.3. Jetzt Sonntag um 16 Uhr direkt wieder hier in unserem Fußballwohnzimmer. Wir hoffen, ihr kommt alle zahlreich und bringt Freunde und Verwandte mit. Die Halbfinalspiele des DFB-Pokals der Frauen finden am 17. und 18. April statt. Das Finale dann am 28.5. wie immer im Rhein-Energiestadion Köln. Ja, wir hoffen, euch nächsten Sonntag zahlreich wieder begrüßen zu dürfen. Verbleiben mit einem sportlichen Glück auf. Eure SGS. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.